Ich würde mein Abschlussprojekt besprechen. Meine Jahren waren 1904, 1905, 1923 und 1954. Das erste Jahr war 1904 und in diesem Jahr begann der Aufstand der Herero und Nama. Und dieser Aufstand führte zu dem Völkermord der Herero und Nama. Und es begann während des Wettlaufs um Afrika. Und Deutschland hatte sich nur ein paar Länder angemaßt. Einer dieser Länder war der Marland und eventuell deutsche Südwestafrika und später Namibia. Deutsche Siedler erwarben dieses Land von der Herero, um Bauernhöfe zu etablieren. Aber im Jahr 1883, der deutsche Kaufmann Franz Adolf Eduard Lüderitz schloss einen Vertrag mit der Herero-Stammesältesten und dieser Vertrag wurde zur Grundlage der deutschen Kolonialherrschaft. Bald nach dem Vertragsabschluss begannen Konflikte zwischen den Kolonisten und Einheimischen. Die meisten der Konflikte waren wegen Streitigkeiten über Land- und Wassernutzung. Dann im Jahr 1904 führten diese Konflikte an den Herero- und Nama-Aufstand. Und im Jahr 1905, etwas auch in Afrika passierte, der Mai-Mai-Aufstand. Es begann im Jahr 1905 und endete im Jahr 1907. Es war eine Erhebung der afrikanischen Bevölkerung im Süden Deutsch-Ostafrikas gegen die deutsche Kolonialherrschaft. Zugleich gilt er als einer der größten Kolonialkriege in der Geschichte des afrikanischen Kontinents. Die Afrikaner mussten Baumwolle anbauen, um zu exportieren, und sie wurden rücksichtslos umgegangen. Die Landfremdung und Sklaverei führte zu dem Aufstand, aber ihr Zorn wurde nicht auf die Plantagebesitzer gerichtet, aber auf die Kolonialherrschaft. 1923, ich besprach die Hyperinflation. Ein gutes Zitat von Thomas Mann schrieb: die Marktfrau, die ohne der Wimper zu zucken 100 Millionen für ein Ei forderte, verlor die Fähigkeit zur Überraschung. Und seitdem passierte nichts, das verrückt oder grausam genug war, um sie zu überraschen. Im Jahr 1923 passierte die Hyperinflation. Deutschland musste Entschädigungen für den Ersten Weltkrieg aufkommen. Deutschland hatte keine Einkommensteuer und der Krieg war finanziert von einem Ausland aufgenommenes Geld. Die Gründungen für Hyperinflation sind nicht klar, aber die Auswirkungen sind noch wichtig. Und ein paar Beispiele können man helfen, zu verstehen, diese Hyperinflation. Ein Mann bestellte 2000 Kaffee. Die Kaffee kostete 5000 Mark, aber die Rechnung war 14.000 Mark, weil Inflation den Preis so schnell steigerte. Leute wurden bezahlt und sie mussten das Geld schnell ausgeben, weil es bald wertlos wurde. Das Leben wurde zerstört und sein Lebenswerk war bedeutungslos. Wenn man alt genug wurde, war seine Altersrente wertlos. Sie kühlten, während des Scheitelpunkts Hyperinflation waren die Altersrente nicht genug, ein Kaffee zu kaufen. Mein letztes Jahr war 1954. Während dieses Jahr wurde Bertolt Brecht den Internationalen Lenin-Friedenpreis verliehen. Dieser Friedenpreis galt als Antwort der Sowjetunion auf den Friedensnobelpreis und wurde zu Menschen gegeben, der kommunistische Prinzipien und Frieden zwischen Menschen gefördert hat. Bertolt Brecht war ein ostdeutscher Dichter und auch ein loyaler Kommunist. Seine politischen Neigungen erlaubten ihm, diesen Friedenspreis zu gewinnen. Er war im Jahr 1898 in Augsburg, Bayern, geboren, von begüterten Eltern, trotz seines gegenteiligen Beharren.
Er schrieb viel und viele seinem Schreiben war Anti-Nazi oder Anti-Faschist. Wegen seiner Anti-Nazi-Literatur musste Brecht am Anfang Krieges von Deutschland umziehen. Er wohnte in Prag, Paris und Zürich und eventuell zog nach Dänemark und wohnte da für 6 Jahre. Er wohnte auch in Schweden, Finnland und die USA, um die Nazi-Regierung zu fliehen. Nach dem Krieg zog er zurück nach Ostdeutschland und setzte seine Karriere fort. Seine Schriften waren am meisten pro-Kommunist, und ostdeutsche Dichtungen waren ähnlich wie Brecht, manchmal ein treuer Anhänger der Regierung und manchmal desillusioniert und böse, wie Brecht die Lösung. Und was kann man von ostdeutschen Dichtern erwarten? In einer kommunistischen Regierung werden seine Anhänger und Gegner haben, und diese wird gezeigt in den Gedichten der Zeit. Aber Bilanz mussten ziehen, und Bertolt Brecht und seine Dichtungen sind aber ein Beispiel der ostdeutschen Dichtkunst.